Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession und ja, wir gehen weiter. Oh, Stufe 20 und einen Fähigkeitspunkt. Ja, sehr schön. Es gibt viele Künstler in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Boden nicht. Die Mission war ja noch gar nicht zu Ende. Ich dachte... Hallo? Ich dachte, die Mission wäre zu Ende gewesen. Oh. Aber ich schätze mal, das wird auch die letzte Aufnahme sein, die ich jetzt erstmal mache, denn ich bin langsam mal müde und möchte auch mal langsam schlafen. Ich meine, wir haben schon irgendwas um 12 Uhr. Und ich hatte ja eine Nachtschicht. Hast du den Sandsturm gesehen? Kuckuck. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und... Was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Upsala! Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Oh, shit. Scarabeus. Ich kann nichts mehr. Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Neue Region entdeckt. Nomos Letopolis. Stufe 20. Ich kann aber nichts machen, ne? Wer kommt denn da? Wer bist du? Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Ich kann immer noch nichts machen. Ah, Pferd. Pferdchen. Otte Hü. Komm her. Guter Junge.
Jawohl. Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Na super. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Ja, im Badehandtuch retten wir jetzt, wo auch immer hin, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu einem Ort, den wir noch nicht kennen. Da haben wir es doch. Oh. Finde und beschaffe deine Ausrüstung. Halt! Bleib stehen! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Die Ausrüstung verpackt? Ja, wirklich beeindruckende Waffe. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Hey, was? Gut, komm, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Oh nein. Hallo? 2 Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Moment! Na gut, dann kriegst du sie halt so ums Maul. Tja, so geht's auch. Wer ich bin, das wirst du gleich erfahren. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Ich bin wieder da. Na komm schon. Boah, ich hasse das. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Oh, warte, dich hole ich mir. Bürschchen. Oh mein Gott. Ich danke dir. Gar kein Problem. Ich töte dich. Nein, aus, aus. Was? Mist. Das muss ich reparieren. Ey! Du kannst nicht fliehen. Du denkst an den Herrn. Ernsthaft jetzt, Kollege. Komm schon. Drecksack. Na, leichte Beute. Wo genau sind wir hier? Ach du Scheiße, wie sieht's denn da aus? Okay. Da muss ich doch den Schatz plündern. Da müssen wir hin. Alles klar.
Senno nicht verfügbar? Willst du mich verarschen? Wieso ist Senno nicht verfügbar? Da ist der Schatz. Du hättest wegbleiben sollen. Jetzt bist du gleich tot. Okay. Na, kriegen wir jetzt die Rache? Oh. Ich will's doch mal hoffen, ne? Dich soll ich rächen? Nö, warum? Hey, was? Ich bring dich um! Ja! Wow! Alter, was? Stirb, du Sau! Ich sammle die Truppen! Leck mich doch am Arsch! Alter, was? Leck mich doch mal! Ne! Okay. Diese Zone ist tabu. Nicht für mich. Sau! Alter! In der Reichweite! Du musst gleich entfliegen! Ja. Du zuerst! Ist müde? Ich hab das Ziel in Sicht! Hast du nicht! Was? Was geht denn jetzt ab? Es wird 20, die 18, oder? Denke ja. Holy shit. Okay. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey, da bist du ja. Da bist du ja. Können mich jetzt mal ganz gepflegt. Was? Keine Zeit mehr. Oh. Ich sammle die Truppen. Gute Nacht. Was? Ein einfacher Schuss! Reißen Sie praktisch! Ich treffe ihn! Alter, was geht hier ab, ey?
Alter, wollt ihr mich verarschen? Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Liebe Götter, das war mir zu lebensmüde. Weg mit dir! Nein! Es sind zu viele, viel zu viel! Eieieiei! Okay. Anderes Vorgehen, ey. Guckt euch das doch mal bitte an! Scheiße. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ich will erst mal zu dem Leuchtfeuer das manipulieren. So. Was hast du hier verloren? Hey! Das war's. Ich spreng dich um! Ja! Ey, da sind so viele von denen! Bin in Reichweite! Wohin? Ich sammle die Truppe! Ja, mach du mal! Reiß dir die Eingeweide raus! Ja, leck mich doch! Alter, was? Oh! Ernsthaft? Da ist der. Was? Ups. Ernsthaft keine Munition mehr. So, der ist auch futsch. Ich glaube,
Die Luft ist soweit rein. Da ist nochmal neue. Da kommt nämlich einer. Wo bist du? Wo? Ich bin näher als du denkst, Kollege. Hey, was? Scheiße. Ich bring dich um. Jetzt kommt keiner. Halt dich. Da bist du ja! Hab ich dich, Drecksack! Was haben wir hier? Ein Papyrus. Sandmeer. Tod bestätigen. Alter, das war krass. Oh, so geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keine Kommen! Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten! Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen! Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil! Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht! Denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte! Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Kümmere dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Der Skarabäus. Alles klar, Quest abgeschlossen. ISDNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Okay. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. Alles klar. Jetzt geht's also mit Aya weiter. Ägäische Küste.
Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? So, Freunde, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme und ich werde jetzt definitiv keine mehr aufnehmen, denn ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich bin langsam echt müde. Wir haben auch schon 20 nach 12. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Montagnachmittag. Mittlerweile, ja, wie gesagt, 20 nach 12 haben wir und ich bin fertig jetzt. Also, in dem Sinne... Arrivederci, ciao und bis bald. Tschüss.